Wir leben heutzutage in einer relativ sicheren Welt und die Zivilisation schützt uns vor sämtlichen Gefahren der Natur. Längst sind die Zeiten vorbei, in denen wir von Säbelzahntigern und anderen Raubtieren gejagt wurden. Doch Säbelzahntiger waren längst nicht die gefährlichsten Tiere, die auf unserer Erde wandelten. Zahlreiche Giganten lebten bereits auf unserem Planeten. Giganten, denen wir nicht begegnen möchten. Es müssen nicht einmal erfundene Monster sein, denn es gibt mehr als genug urzeitliche Funde, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Heute 15 Giganten, denen du nicht begegnen willst. Helicoprion. Vor etwa 250 Millionen Jahren machte dieser prähistorische Hai die Tiefen des Ozeans unsicher. Außergewöhnlich an diesem urzeitlichen Raubtier sind sicherlich die Zahnspiralen, die stark an eine Kreissäge erinnern. Diese aufgerollten Zahnreihen umfassen bis zu 3 Umgänge und an die 180 Zähne. Lange rätselten Forscher an dieser einzigartigen Gebissform und kamen zu dem Schluss, dass der Helicoprion wie auch andere Haie im Laufe des Lebens regelmäßig neue Zähne entwickelte, die alten aber nicht ausfielen. Das heißt, je größer der Hai, desto größer die Spirale und die Anzahl der erhaltenen Zähne. Diese Spiralsäge diente vor allem dazu, Beute bewegungsunfähig zu machen und anschließend durch eine rotierende Bewegung zu zermahlen. Der nächste lebende Verwandte des Helicoprions ist übrigens die Seekatze. Megapiranha. Piranhas sind schon furchteinflößend genug und das, obwohl sie nur zwischen 15 und 40 cm groß werden. Doch allein das Gebiss mit seinen scharfen Zähnen sorgt für Gänsehaut. Der Megapiranha lebte vor etwa 8 Millionen Jahren und wurde viermal so groß wie seine heutigen Verwandten. Der über 1 Meter große Urzeitfisch verfügte über ein furchteinflößendes Zickzackgebiss. Und wenn Megapiranhas auch nur halb so blutrünstig waren wie ihre bekannten Artgenossen, möchte man ihnen lieber nicht begegnen. Denn eines kann solch ein Schwarm Piranhas am besten: seine Beute zerfleischen und bis auf die Knochen abnagen. Terrorvögel. Die Terrorvögel waren 3 Meter große Raubvögel, die nicht umsonst von Forschern auch Terrorvögel genannt werden. Die massiven Laufvögel waren zwar flugunfähig, im Gegenzug dazu aber schnell und tödlich. Gefundene Fußabdrücke hatten eine Länge von 18 cm und deuteten auf 3 scharfe Zehen hin. Für den hakenförmigen Schnabel war es für den aggressiven Vogel ein leichtes, Beute zu fangen und zu töten. Die kleinen Flügel erinnern stark an die Arme eines T-Rex und dienten vor allem dazu, bei schnellem Lauf die Balance zu halten. Die fleischfressenden Vögel lebten und jagten vor etwa 55 Millionen Jahren im heutigen Südamerika und dominierten den Kontinent. Vor 2 Millionen Jahren starben die letzten Terrorvögel aus. Vielleicht besser so, denn weglaufen wäre vergeblich. Titanoboa. Der Name hat einen berechtigten Grund, denn die Titanoboa war wohl die längste Schlange, die jemals auf unserer Erde gelebt hat. Im Norden Kolumbiens wurde die bisher größte ihrer Art entdeckt. Mit einer Länge von 13 Metern und einem Gewicht von über einer Tonne übertrifft dieser Titan von Reptil alle uns bekannten Schlangenarten. Sie hätte also sicherlich keine Probleme, einen ausgewachsenen Menschen am Stück zu verschlingen und zu verdauen. Es ist bekannt, dass die Titanoboa zusammen mit Spinnen und Skorpionen in Höhlen lebte. Dieses Zusammenleben war nur möglich, da die Schlange immun gegen die Gifte ihrer Mitbewohner war. In den Regenwäldern Südamerikas mussten vor 60 Millionen Jahren aber andere Tiere um ihr Leben bangen. Dunkleosteus. Vor 380 Millionen Jahren wären Badeurlaube undenkbar gewesen. Der Dunkleosteus lebte in flachen Meeresgewässern auf der ganzen Welt und machte sie für über 50 Millionen Jahre unsicher. Der Riesenfisch erreichte eine Größe von bis zu 10 Metern und besaß einen gewaltigen Kiefer mit scharfen Knochenplatten, die seine Beute nur so zermalmte. Die Beißkraft betrug bis zu 5300 Newton und sein Körperbau verhalf dem Dunkleosteus zu einer extremen Schnelligkeit und machte ihn zum herrschenden Raubtier seiner Zeit. Nach seinem Aussterben wurde der Dunkleosteus in der Nahrungskette von Vorfahren der Haie abgelöst. Das Ungeheuer von Loch Ness. Legenden und Mythen haben immer ihren Ursprung. Und so viel wie bereits über das Ungeheuer von Loch Ness berichtet wurde, muss man sich fragen, wie viel Wahrheit möglicherweise doch in den angeblichen Zeugenberichten steckt. Die erste angebliche Sichtung geht auf das Jahr 565 zurück. Der heilige Kolumban von Iona soll am Ufer von Loch Ness einen Pikten vor einem Ungeheuer gerettet haben. Es gab noch viele weitere Berichte über ein 20 Meter großes Monster im berühmten schottischen See.
Am 2. Mai 1933 berichteten zum ersten Mal Zeitungen über die Erscheinung eines Ungeheuers und 1934 erschien dann sogar ein Foto, das ein großes Tier mit langem Hals zeigte. Später stellte sich das Foto allerdings als Fälschung heraus. Die unterschiedlichsten Beschreibungen kamen ans Tageslicht. Manche ähnelten einem Kamel, andere einem Elefanten, doch die meisten hatten erstaunliche Ähnlichkeit mit dem ausgestorbenen Plesiosaurier. In dem fiktionalen Dokumentarfilm Zwischenfall am Loch Ness geht Filmemacher Werner Herzog dem Mythos auf den Grund. Das Ergebnis ist überaus komisch und kann sich sehen lassen. Epikyon. Der Riesenhund wurde 1,5 Meter lang und bis zu 140 Kilogramm schwer. Das Raubtier lebte vor 15 Millionen Jahren im heutigen Nordamerika und wird auch knochenzermalmender Hund genannt. Übersetzt bedeutet Epikyon mehr als ein Hund und das trifft bei der Größe und dem Gewicht auch zu. Sogar Wölfe würden sich vor diesem massiven Verwandten fürchten, der einen monströsen Kiefer besaß und dessen Kopfform eher einem Löwen als einem Wolf glich. Die Riesenhunde entwickelten sich rasant und wurden über viele Generationen immer größer. Diese absurde Größe führte letztendlich auch zu ihrem Aussterben. Denn je größer die Hunde wurden, desto größere Tiere mussten sie jagen, um ihren Energiehaushalt aufrechtzuerhalten. Leider waren Raubkatzen, die dieselbe Beute jagten, bessere Jäger. Deshalb setzten sich auf Dauer kleinere Hunderassen durch. Atropleura. Wer größere Insekten schon nicht ausstehen kann, will diesem urzeitlichen Monster auf keinen Fall begegnen. Der Atropleura ist nämlich Vorfahre und entfernter Verwandter des Tausendfüßlers. Mit seinen 2,5 Metern Länge machte er vor 290 Millionen Jahren andere Landwirbeltieren Konkurrenz und bei der Vorstellung eines solch großen Insekts sträuben sich auch heute noch unsere Nackenhaare. Das Monstrum hatte 32 Körpersegmente mit jeweils 2 Beinen, also 64 an der Zahl. Sie waren nicht nur ungewöhnlich lang für heutige Insekten, sondern auch fast 1,5 Meter breit. Die Funde lassen noch nicht darauf schließen, wovon sich das Urinsekt ernährt hat. Auf das gewaltige Tier will man trotzdem nicht stoßen. Purosaurus. Der Dschungel Südamerikas war vor 15 Millionen Jahren gefährlicher denn je. Das urzeitliche Krokodil und Vorfahre der Alligatoren hatte mehr mit einem Saurier gemeinsam als mit einem heutigen Krokodil. Mit einer Länge von über 12 Metern war der Purosaurus mehr als doppelt so groß wie heutige Krokodile. Ein ausgewachsener Mensch wäre wohl nur ein Happen für das prähistorische Tier, das neben großen Schildkröten, Fischen auch andere Krokodile verschlang. Der Schädel war äußerst massiv und der Purosaurus hatte dadurch eine ungeheure Beißkraft. Der Purosaurus war sicherlich der Jäger seiner Zeit und Herrscher über den Dschungel. Megalodon. Mit einer Größe von über 20 Metern war der Megalodon wohl der größte Hai, der jemals auf dieser Erde gelebt hat. Ein einzelner Zahn hatte bereits eine Länge von 20 cm und machte diesen Urzeithai zum ultimativen Jäger und zum unangefochtenen Herrscher der Meere. Denn wenn ein Hai so groß wie ein Wal ist, hat er keine natürlichen Feinde und auch keine Konkurrenz. Auch die Größe des Kiefers mit einer Breite von 3 Metern ist beeindruckend und Menschen hätten für das Ungeheuer mehr mit einem Zahnstocher als mit einer Mahlzeit gemeinsam. Die Beißkraft des Megalodons wurde mit 3,1 kN eingeschätzt und übertrifft nahezu jedes andere Raubtier. Der Megalodon ist vor über 2 Millionen Jahren ausgestorben. Aber wer weiß, vielleicht lauert der Riesenhai noch in den unerforschten Tiefen des Meeres. Riesenkalmar. Der Riesenkalmar ist eines der wenigen Monster, denen man auch heute noch begegnen kann. Erst Ende 2016 wurde ein Kalmar mit etwa 105 Kilogramm an der spanischen Küste gesichtet und gehört somit zu den größten lebenden Riesenkalmaren. Die Tiere besitzen 10 Arme um ihre Mundöffnung, wovon 2 als Tentakeln zu bezeichnen sind. Die Fangarme erreichen eine Länge von bis zu 3 Metern. Eine Sichtung eines solchen Geschöpfes ist deshalb eher unwahrscheinlich, weil die Tiere in einer Tiefe von über 300 Metern leben. Manchen Schätzungen sogar noch tiefer. Aus diesem Grund ist auch heute noch relativ wenig über die Tiere bekannt und über Jagdverhalten kann nur spekuliert werden. Also lieber keinen Ausflug in die Untiefen des Ozeans wagen. Cameroceras. Uralte Vorfahren der Kalmare sind die Gattung der Cameroceras. Mit einer Länge von über 12 Metern waren sie vor 440 Millionen Jahren Giganten des Meeres. Allein das Gehäuse, das einen Großteil der Länge ausmachte, wurde bis zu 9 Metern lang. Das Tier ernährte sich wahrscheinlich von 75 cm großen Trilobiten, Gliederfüßer, die den Meeresboden bewohnten. Der Cameroceras zerquetschte sie mit seinen Tentakeln, bevor er sie verspeiste. Megalania.
Bis vor 45.000 Jahren lebte der Waran vor allem im heutigen Australien. Mit seinen 7 Metern Länge und einem Gewicht von einer Tonne gleicht der Megalania eher einem Saurier als seinem Nachfahren, dem Komodowaran, der immerhin auch bis zu 70 Kilogramm auf die Waage bringt. Das Ungeheuer war aller Wahrscheinlichkeit nach ein sogenannter Lauerjäger, der neben anderen Reptilien auch Vögel und Säugetiere, wie beispielsweise Kängurus, auf dem Speiseplan hatte. Dabei war ein Biss oft genug, um das Tier wehrlos zu machen. Warane verfügen über Giftdrüsen im Kiefer und es wird vermutet, dass auch der Megalania über ein tödliches Gift verfügte, das zu einem schnellen Tod führte. Liopleurodon. Der Meeressaurier war vor über 160 Millionen Jahren der herrschende Jäger der Ozeane. Das größte Exemplar könnte laut Schätzungen eine Länge von 10 Metern gehabt haben und ein Gewicht von bis zu 5 Tonnen. Der Liopleurodon gehört zu der Gattung der Pliosaurier, hatte 28 unglaublich scharfe Zähne und ein massives und starkes Gebiss, mit dem Beute innerhalb von Sekunden zerfleischt wurde. Dieses Meeresungeheuer war nicht nur gewaltig, sondern auch schnell und wendig. Der prähistorische Jäger war seinerzeit unangefochten und ist auch heute noch furchteinflößend. Mosasaurus. Mit einer gesamten Länge von über 18 Metern überragte der Mosasaurus den Liopleurodon um einiges. Mit unglaublichen 28 Tonnen an Gewicht war der Mosasaurus das größte Ungeheuer seiner Zeit. Walhaie, Riesenhaie oder die berühmten weißen Haie hätten auch heute dem Monstrum nicht allzu viel entgegenzusetzen. Sie wären also leichte Beute für das prähistorische Ungeheuer. Der Mosasaurus jagte bevorzugt nahe der Meeresoberfläche und somit wären wir Menschen ebenso leichte Beute und ebenfalls ein kleiner Snack für zwischendurch. Du siehst also, dass bereits Dutzende Ungeheuer auf dieser Erde wandelten, denen man nicht unbedingt begegnen möchte. Vor welchem dieser Tiere hättest du die größte Angst? Welchem Jäger auf unserer Liste würdest du unter keinen Umständen antreffen wollen? Und fällt dir vielleicht noch ein anderes prähistorisches Tier ein, das seinen Platz auf dieser Liste verdient hätte? Schreib es uns unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.